Jetzt ist es wieder so richtig usselig und man will eigentlich gar nicht draußen sein. Der Dezember ist eben wirklich Winter. Ja, aber trotzdem, man hat ja, jetzt ist Advent und das ist ja auch eine schöne Zeit. Und man ist gern zu Hause. Man kuschelt sich zu Hause vor den Kamin und setzt sich rund um den Tisch mit seinen Freunden. Und in der Mitte steht der brodelnde Kessel mit... Das ist eine Fondue. Ein Käsefondue. Besonders in Schweizer Skihütten ist diese Sache sehr beliebt. Und da kommt es ja angeblich her. Die Schweizer haben es geschafft, es sozusagen zu ihrem Nationalgericht zu machen. Und manchmal habe ich den Eindruck, es wird besonders gerne deswegen gegessen, weil es erstens mal eine unterhaltsame Angelegenheit ist. Ja, und da gibt es ja diese ganz besondere Geschichte, die wunderbar illustriert ist bei Asterix in Helvetien. Man taucht sein Brot in die Käsemasse und wenn das nun runterfällt, dann gibt es 10 Stockhiebe. Und wenn es zum zweiten Mal runterfällt, dann gibt es 20 Stockhiebe. Also ich kenne das nur, dass man dann alle anwesenden Männer küssen muss, was in diesem Fall ja wirklich für mich kein Problem ist. Wir servieren heute nicht nur das klassische Käsefondue oder die Fondue, sondern machen noch ganz andere Dinge mit geschmolzenem Käse. Ja, zum Beispiel Ofenfondue. Geschmolzenen Käse im Brotkästchen. Und ein Fondue in der Schachtel. Aber jetzt haben wir ja schon mal vor uns aufgebaut, das klassische Fondue. Gib mir doch mal gerade bitte die Senfgurken. Ich finde, ich wusste, dass du die haben willst, weil das ist nämlich sein Lieblings. Macht auch selber der Hausherr. Dann haben wir hier noch eingelegte Chilischoten, säuerlich marinierte Zucchini-Scheiben, Ingwer, Kürbis, kleine Gürkchen. Lauter solche säuerlichen Sachen, sauer eingelegten Sachen, schmecken wunderbar zum geschmolzenen Käse. Und vor allen Dingen sorgen sie dafür, dass man dieses mächtige Essen auch leichter verträgt. Aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist natürlich der Käse. Und da geht man am besten zum Käsehändler, entweder im Supermarkt, die Gruppe mit der großen Käsetheke. Das ist ganz egal. Die Hauptsache, sie gehen dorthin, wo sie Käse kriegen, die auch wirklich aus Rohmilch hergestellt sind. Also erstens mal schmecken die besser. Zweitens sind die Inhaltsstoffe alle vollkommen erhalten. Alle Enzyme sind drin, der Käse lebt, der ist nicht abgetötet, weil die Milch sterilisiert wurde oder pasteurisiert wurde. Und dadurch hält er auch länger. Also so ein Käse, wie alt ist der hier? Sicherlich. Der hat wahrscheinlich schon so fast 2 Jahre. Ja, nicht? Also das sieht man an diesen kleinen Salzträhnen drin, diese Pünktchen, die man in dem Käse sieht. Das ist ein Sprinz, ein Bergkäse aus der Schweiz. Ja, und aus der Zentralschweiz, ja. Der, das ist ein Emmentaler. Der hat Löcher, aber der ist natürlich nicht so alt, dass sich hier schon Salzträgen gebildet hätte. Zu alt soll der Käse fürs Fondue auch nicht sein, weil je älter der Käse, desto konzentrierter, desto schärfer auch im Geschmack ist er. Und das will man ja eigentlich gar nicht beim Käsefondue. Man möchte ja eine sanfte Käsecreme, die nicht zu intensiv und zu würzig ist. Naja, und das erreicht man natürlich sehr gut, wenn man verschiedene Käsesorten mischt. Also eine jüngere Käsesorte mit einer älteren mischt, eine mildere mit einer kräftigeren. Ich habe jetzt hier nicht ausschließlich Schweizer Käse gekauft, einen schwäbischen Rahmkäse. Der ist mild und kann dann einen so intensiv würzigen Schweizer Bergkäse ein bisschen eleganter und milder und sanfter machen. Und der hat hier so kleine Löchle, fast wie so ein Tilsiter oder noch kleiner. Ja, genau. Sogar, und Tilsiter ist ja auch eine von den klassischen Zutaten für Raclette. Das ist ein Hüllenkäse aus Graubünden. Dann haben wir den Appenzeller, dann haben wir hier drüben einen Freiburger Bergkäse. Und dieses hier ist ein Comté, also den dürfte man auf gar keinen Fall alleine verwenden, da muss auf jeden Fall ein milder Käse dazu. Ich habe mir jetzt hier schon mal die Käse reiben lassen. Ich habe keinen geriebenen, also sozusagen aus der Fabrik geriebenen Käse gekauft, sondern der Käsehändler war so nett und hat mir von dem Käse, den ich ihm gebeten habe, schon mal gerieben. Das ist deswegen praktischer, weil der hat eine bessere Reibe. Der haut das irgendwo rein in so eine Maschine und dann macht ihn zack und dann kommt unten der wunderbar geriebene Käse Sonst raus. Sonst musste ich hier eine von meinen Handkurbeln nehmen. Da muss man natürlich mächtig triebeln, da hat man dann ordentliche Arbeit. Dann sollte man nämlich nicht jetzt 3-4 Tage vorher gerieben haben und aufbewahren, sonst kann er oxidieren, die Frische geht etwas verloren. Er muss schon ziemlich frisch gerieben sein. Das Rezept ist absolut einfach. Sie rechnen etwa 200 Gramm Käse pro Person und Wein braucht man jeweils 50 Milliliter. Dann kommt der Käse rein. Ich mache jetzt eine Mischung aus Appenzeller,
Gut. Dann Raclette. Der ist milder als der Appenzeller. Dann Emmentaler. Schmilzt schon schön. Und jetzt werden Sie ganz schnell merken, wenn der Käse die nicht so gut schmilzt, wie Sie das meinen, wenn Sie glauben, dass die Masse zu dick wird, dann machen Sie einfach noch ein Schlückchen Wasser dran, Wein dran. Nicht Wasser, um Gottes Willen. Wasser hat hier nichts zu suchen. Ein Schlückchen Wein dran. Wenn es zu dünn ist, dann rühren Sie noch ein bisschen Käse rein. So einfach ist das. Jetzt kommt dieser Käse noch rein. Was ist das? Das war der schwäbische Rahmkäse, habe ich jetzt genommen. Genau, weil, den haben wir ja gesagt, dass der schön sanft macht. Genau. So, jetzt lassen wir das langsam schmelzen, damit der Käse sich nicht trennt. Das Fett, was im Käse ist, sich nicht oben absetzt, ist es immer wichtig, dass das nicht zu heiß wird. Also Sie dürfen das jetzt nicht sprudeln, kochen lassen, sondern immer nur sanft unterhalb des Siedepunkts brutscheln lassen. Gut rühren und damit sich nichts absetzt, kommt ein bisschen Speisestärke dran. Da kann man jetzt sagen, ach du liebe Zeit, was, ich will da doch kein Mehl drin haben. Nee, das ist ja nicht richtig Mehl, sondern Speisestärke ist kein Mehl. Ist einfach ein bisschen eine Bindung, die eben dafür sorgt, dass das Fett sich nicht absetzt. Speisestärke in ein Glas und nun nicht mit Wasser anrühren, haben wir ja schon gesagt. Man kann es jetzt mit Wein anrühren, aber viel besser ist noch ein Schuss Kirsch. Ja, was ist das? Ein Emmentaler Bauernkirsch. Und zwar steht da wunderbarerweise drauf, über 55%. Ja, ist also ordentlich was drin. So, das wird jetzt schön glatt gerührt, damit keine Klümpchen entstehen. Und schön rühren und leise reinschütten. Nun soll aber niemand denken, dass wir irgendjemanden zum Alkoholiker erziehen wollen oder überhaupt den Alkoholkonsum anregen wollen. Aber es ist nun mal so, dass dieses Käsefondue schon ein ziemlich harter Brocken ist. Das ist eine enorme Menge von Eiweiß. Das liegt im Magen. Es ist auch schon ganz schön fett, genau. Und um die Verdauung zu erleichtern, den Käse aufzuschließen, das Eiweiß zu knacken, das Fett zu neutralisieren, ist ein wenig Alkohol durchaus sehr, sehr günstig. Ich habe gepfeffert, ich habe ein bisschen Cayenne-Pfeffer dran gegeben und nun kommt eine ganz kleine Prise, aber wirklich nur sozusagen eine Messerspitze gemahltes Nelkenpulver dazu. Die du willst Gewürze das sind, jetzt weihnachtlich machen? Die Gewürze sind natürlich wieder Geschmackssache. Also ich finde, man sollte dem Käse ruhig ein bisschen Geschmack noch zusätzlich geben. Ein bisschen Kardamom ist schön. Ich habe davon gelesen, in der Schweiz würde man auch ab und zu gerne ein bisschen Ingwer dran tun. Also das muss ich sagen, ist nicht unbedingt mein Ding. Aber weißt du, was wir hier vergessen hatten? Jetzt kommt ein bisschen Knoblauch dran. Der Knoblauch. Auf einer feinen Reibe den Knoblauch so viel, wie man mag. Ups. Uiui, das reicht, glaube ich, schon. Ne? Man braucht da nicht viel. Der Käse mit seinem Fett ist ja ein wunderbarer Aromaträger, sodass man also mit sehr, sehr wenig Gewürzen eine große Wirkung erzielt. Und ich finde, das ist jetzt gut. Schau mal, das die Konsistenz ist toll. Zieht nur wenig Fäden. Kann man, die reißen sehr schön. Ja, ist schon gut, fertig. Ne? Also da kann man doch nicht sagen, dass das kompliziert ist. So, und diesen Topf, der ist jetzt aus Gusseisen. Der hält die Wärme sehr schön. Trotzdem werden wir ihn auf ein Réchaud stellen, damit er am Tisch warm hält. Weil der Käse, das ist ganz wichtig, der sollte ganz, ganz leise am Tisch brodeln. Denn sobald er steht, ohne weitere Wärmequelle, wird der Käse wieder fest und erstarrt und zieht unschön die Fäden. In der Schweiz nimmt man ursprünglich natürlich einen Keramiktopf, der Caquelon heißt. Und der ist meistens auch orangenfarbig oder braun. Und das hat auch aber seine, Stil? Er hat auch so einen Stil und das hat seinen Ursprung natürlich, dass es damals in den Alpentälern kein Gusseisen gab, aber es gab eben Tontöpfe und die waren auf dem Holzfeuer, was man ja hatte, sehr viel besser geeignet, waren auch am einfachsten zu pflegen.
Diese Tradition hat sich erhalten, aber natürlich kann man ein Fondue auch in einem Jenaer Glastopf machen. Oder in einer ganz normalen Kasserolle. Ja. Das ist, da muss ich nicht extra ausrüsten, wenn man Fondue machen will. Da geht wirklich jeder Topf, den Sie haben, den Sie auf Ihren Tisch stellen können. Und ob Sie jetzt ein solches Petroleum-Rechaud nehmen. Na, Spiritus-Rechaud. Oder Spiritus. Das ist nicht nur ein Rechaud, das ist ja ein richtiges Heiz. Kocher. Ein Kocher. Da kann man auf dem Tisch das Fondue machen. Zubereiten. Zubereiten. Den Käse schmelzen und erhitzen. Auf so einem hier kann man natürlich den Käse nur warm halten. Die klassische Beilage zu Fondue ist natürlich ganz einfach Brot. Nichts weiter. Brot, Weißbrot, Graubrot, was Sie mögen, in mundgerechte Würfel geschnitten. Das Brot sollte nicht zu frisch sein, damit die Würfel nicht auseinanderfallen, sondern im Käse auch an der Gabel hängen bleiben. Und das Brot vor allen Dingen schön mit einer Kruste, denn die Kruste sorgt auch dafür, dass der Würfel stabil ist. Ja, und mich sehen Sie hier bei einer Tätigkeit, die vielleicht beim Fondue gar nicht erwartet wird. Ich schäle einen Apfel und ich werde gleich auch noch eine schöne Birne schälen. Und dann gibt es bei uns zum Fondue Apfel und Birne. Obst macht den Käse verträglicher. Ja, passt Säure. Ja auch gut auf die Käseplatte. Ist ja nichts Ungewöhnliches. Natürlich, das ist nicht ungewöhnlich. Und die Säure der Früchte hilft auch wieder, den Käse zu verdauen. Im Übrigen gibt es eine Frucht, die ganz besonders geeignet wäre, und das wäre die Ananas. Aber irgendwie erinnert mich das dann doch ein bisschen zu arg an Toast Hawaii, und das ist nicht ganz meine Kragenbreite, muss ich gestehen. Ich habe hier schon Wasser aufgesetzt, denn nicht nur Obst passt zum Käsefondue, sondern ein bisschen Gemüse dabei ist auch nicht schlecht. Wir machen einfach eine ganze Auswahl von den unterschiedlichen Gemüsesorten, zum Beispiel hier. Das sind die Romesco-Röschen. Die schneiden wir. Türmchenkohl. Schneiden wir einfach ein paar Röschen ab und blanchieren sie. Und dann serviert man das auf einer großen Platte zusammen, ruhig auch mit Blumenkohlröschen, mit irgendwo anderen Gemüsen, zu denen jeweils immer gut der Käse passt. Also das könnten Paprikaschnitze sein, das könnten sogar Champignons sein. Die Möhren schälen, mit einem großen Messer in schlanke Stifte schneiden. Die Äpfel- und Birnenstücke habe ich jetzt mit Zitronensaft beträufelt, damit sie nicht braun werden. Und jetzt gebe ich daran noch kleine Stückchen vom Stangensellerie und auch mit den Blättchen. Birne und Sellerie ist ja hervorragend. Käse und Sellerie, Käse, Birne und Sellerie, das ist alles einfach eine wunderbare Einheit. Und ich finde es sehr schön, wenn man die Idee, die man beim Raclette ja aufgegriffen hat, auch auf das Fondue übernimmt. Raclette ist ja auch geschmolzener Käse. Man sollte ruhig einfach ein bisschen gucken, dass die Sachen auch farblich nett aussehen. Sieht es hier farblich nett aus? Das sieht sehr schön aus. Ich hätte jetzt natürlich den Sellerie zwischen die Birnen und die Äpfel getan, schon um zu zeigen, dass es zweierlei Ich habe aber die Birnen und die Äpfel zusammengemischt mit dem Zitronensaft. Ich verstehe. Und dann ist es nachher eine Lotterie. Der eine, der nimmt eine Birne und der nächste nimmt den Apfel. Und die Birne fällt viel leichter von der Gabel als der Apfel, weil die Birne weicher ist. Dann haben wir ein paar Blumenkohlröschen. Schmeckt auch Käse gut dazu. Also Sie sehen, der Fantasie sind keine Grenzen. Denn alles, wozu warmer Käse passt, können Sie natürlich jetzt auch zu diesem Käsefondue servieren. Zum Beispiel auch kleine, frisch gewaschene Champignons. Man kann auch die Champignons aufspießen und durch den Käse ziehen. Die Romesco- oder Türmchenkohlröschen kriegen ja eine wunderschöne grüne Farbe im kochenden Wasser. Und nun, damit die Farbe stabilisiert wird, einfach abgießen und ordentlich abkühlen. Am besten in Eiswasser. Dann bleiben sie schön frisch. Dann gehören unbedingt dazu Kartoffeln. Käse und Kartoffeln ist doch ein Ideal. Also schöne, speckige Pellkartoffeln. Kartoffeln und Käse, das ist ja klassisch. Und so eine frisch gekochte, dampfende Pellkartoffel, geschwellt, die sagt man in der Schweiz, das passt besonders gut. Da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass die nicht runterfällt. Das ist ja nicht so ganz einfach. Die sollte kurz vorher gekocht sein, also noch heiß sein.
aber trotzdem schon ein bisschen abgebunden haben. Und das muss eine festkochende Sorte sein, eine mehlige, die würde ja vollkommen auseinanderfallen. Sag mal, jetzt gib mir aber mal bitte das Kirschwasser. Ja. Bitte sehr. Ich darf dir dafür mal eins einschenken. Ja, angeblich ist das einzige Getränk, was man dazu verträgt. Aber ich kann mir gar nicht so recht vorstellen, dass man nur wirklich Kirschwasser als Getränk empfindet. Ich meine, es schmeckt gut. Nein, also unser Hauptgetränk dazu ist der Wein ja. Und ein Wasser. Ein Wasser gehört ja immer an die Tafel. Trotzdem aber ist ich habe mir sagen lassen, zum Beispiel ein Bier dazu ist tödlich. Da hast du nachher Wackersteine im Bauch und dir ist übel hinterher. Ja, es sollte ein säurehaltiges Getränk sein. Also Wein eben und Bier ist ja basisch und das verträgt sich mit diesem Käsefondue nicht gut. Aber man könnte natürlich auch einen Apfelsaft nehmen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Nicht nur für Kinder. Oder einen Most. Entschuldigung, aber du weißt schon, was man in der Schweiz dazu trinkt, ne? Das können die Schweizer von mir aus machen, obwohl ich das auch nicht glaube. Ich habe in der Schweiz noch nie einen Tee dazu serviert bekommen. Ich habe immer Wein dazu serviert bekommen. Ja, weil du den bestellt hast. Aber Tee ist angeblich das Bekömmlichste dazu, nach dem Kirsch. Es liegt aber möglicherweise auch daran, dass viele Schweizer Weine nicht sehr viel Säure haben. Der Chasselas, das ist die Rebsorte, der hat ja relativ wenig Säure. Auf der sicheren Seite sind sie immer, wenn sie einen deutschen Riesling nehmen, vorzugsweise einen Cabernet oder eine Spätlese auch, die aber dann trocken sein muss und aus einem Jahr, in dem sie ordentlich Säure enthält, dann haben sie immer einen wunderbaren Wein zu einem Fondue. In den letzten Jahren ist es Mode geworden, zum Fondue Rotwein zu trinken. Nichts dagegen zu sagen, finde ich. Also ein schöner Spätburgunder Pinot Noir aus Graubünden ist was Wunderschönes, keine Frage. Aber wogegen ich mich wehre, ist ein Rotwein in das Fondue zu kippen. Denn das gibt eine merkwürdige Farbe, die gefällt mir überhaupt nicht. Und wer jetzt gar keine Lust hat, mit dem Käse auf dem Tisch zu hantieren, der lässt ihn einfach im Ofen schmelzen. Fondre, schmelzen. Daher kommt der Name Fondue nämlich. Genau. Und was man auf dem Tisch schmelzen kann, das kann man natürlich auch im Ofen schmelzen. Und dann kriegt man einen Auflauf. Und da können wir natürlich dann die Beilagen schon drunter verteilen. Ich habe eine Auflaufform genommen und habe dort Kartoffeln, gekochte Kartoffeln, in Längsschnitze geschnitten. Und von mir kriegst du Äpfel? Ja. Jetzt versuche ich, die Äpfel so ein bisschen noch dazwischen zu verteilen. Was hast du für Äpfel genommen? Ich habe hier Rubinette. Und Golden Delicious. Der Golden Delicious läuft nicht an. Das sieht man wunderbar. Der bleibt ganz hell. Die Rubinette färbt sich ein bisschen. Und dann wird das jetzt. Jetzt muss man ordentlich pfeffern, weil die Kartoffeln brauchen viel Gewürz. Und der Käse schätzt es ja schließlich auch. Und hier unten, die Kartoffeln, die müssen auch ein bisschen Salz bekommen, weil Kartoffeln schlucken ja enorme Mengen von Salz. Und da wird das, was der Käse bringt, nicht genug sein. Also gucken, dass man da unten ein bisschen mit dem Salz hinreicht. Und als Gewürz, nimm mal von dem Kümmel bitte, da brauchen wir ganz viel. Ja, Kümmel ist ja auch ein Gewürz, was mit Fett hervorragende Wirkung erzielt. Ja. Da kannst du ganz großzügig sein. Das passt auch zu dem Speck, den wir gleich noch nehmen. Ein Schweinebraten, der verlangt ja auch nach dem Kümmel. Und ich bin immer der Meinung, man sollte auf die Leute, die sagen, sie mögen keinen Kümmel, nicht unbedingt hören. Weil, keine Rücksicht nehmen. Nein, keine Rücksicht nehmen. Die sollen das mal probieren. Genau. Die kommen nämlich meistens mit diesem Kümmel von dem Brötchen nicht zurecht. Und das muss ich sagen, also ich brauche auf dem Brötchen auch kein Kümmel. Nee. Aber an so einem Gericht, da ist das ganz was anderes und ist wunderbar. Und es fördert wirklich sehr die Verträglichkeit. Weil an so einem Auflauf gibt man ja natürlich keinen Schnaps. Auch die Verträglichkeit fördert der Majoran, den ich hier jetzt da drüber rebbele. Ja, der schmeckt natürlich auch wunderbar. Getrockneten Majoran und zwischen den Fingerspitzen so ein bisschen zerreiben, zerrebbeln nennt man das. Dann lösen sich die Blätter ein bisschen auf und geben besser noch ihren Geschmack ab. Und jetzt kommt Käse drauf. Und da machen wir ruhig eine Mischung, als ob wir jetzt ein Fondue machen würden. Also geriebener Käse, bisschen vom Emmentaler. Aber weißt du was, da werde ich jetzt noch ein bisschen was von diesem alten Käse hier rein. Ja, das ist gut. Da kann jetzt was Würziges. Von dem Sprinz, das ist eine gute Idee. Dann nehme ich vom Raclette-Käse, der ist ein bisschen milder. So, da habe ich hier eine Reibe, auf der das auch einigermaßen gut geht. Man braucht zwar Kraft bei so einem alten Käse, das hilft nichts. Auch von diesem schwäbischen Dorfkäse, der schmilzt so sehr schön, weil er noch nicht so alt ist. Und jetzt noch ein bisschen Appenzeller, das ist sozusagen das Gewürz.
Und jetzt habe ich hier wunderbar und erstklassig geriebenen Käse. Diese Reibe ist hervorragend. Ja, die ist sehr gut. Ja. Und jetzt kommt noch Speck. Schauen, dass der Speck sehr mager ist. Ruhig ein bisschen fetten, durchwachsenen Bauchspeck dazwischen betten. Richtig eine Schicht hier oben drüber. Und das ist natürlich auch sehr gut, diese Schicht, weil sie den Käse vor dem Austrocknen und vor dem Anbrennen schützt. Also er kriegt hier keine Kruste, sondern er schmilzt. Wir machen ja eine Fondue. Und jetzt kommt die ganze Form in den Ofen, der ist schon vorgeheizt. 200 Grad bei Ober- und Unterhitze und 180 Grad Heißluft. 20 Minuten, bis es oben knusprig ist und alles brutzelt. Und wenn Sie mal Lust auf geschmolzenen Käse haben, aber keinen Käsefondue machen können, dann haben wir einen super Tipp für Sie. Ich nenne das Käsefondue für Singles, aber Sie können es auch zu zweit essen. Und für viele Leute ist es ein schöner Käsegang. Also, Sie brauchen ein Baguette, dem schneiden Sie dicke Scheiben ab, also so mindestens 2-3 Finger dick. Und dann höhlen Sie sie ein bisschen aus, aber so, dass hier unten, um Gottes Willen, der Boden intakt bleibt. Sonst schmilzt Ihnen nachher der Käse und fließt aus dem Brotkästchen raus. Das ist nämlich unser Brotkästchen. Für die ich den Käse hier gerade schneide. Im Übrigen wäre das auch eine wunderbare Resteverwertung. Da könnte man dann ohne weiteres das, was nicht mehr ganz so ansehnlich ist, vielleicht ein bisschen hart geworden ist, könnte man klein schneiden und dort reinlegen. Aber es ist natürlich auch sehr schön, wenn man das mit frischem, wunderbaren Käse zubereitet. Und ich habe jetzt hier auch wieder eine Mischung gemacht. Und zwar habe ich hier diesen alten Sprinz. Dann habe ich hier etwas von dem Raclette-Käse. Hier habe ich einen Comté. Dieses ist der Comté. Und hier habe ich einen, was war das jetzt noch? Das ist der Appenzeller. Also man kann da wirklich jede Mischung machen und vor allen Dingen, du hast es ja schon gesagt, ein Versteck für Käsereste, weil man hat immer mal so ein Stück Käse, was nicht mehr ansehnlich ist, aber was immer noch gut ist, wenn Sie Rohmilchkäse nämlich kaufen, dann haben Sie den Vorteil, dass der nicht schlecht werden kann. Der kann vielleicht da so einen kleinen Schimmel bilden. Aber wenn da so ein bisschen Schimmel oben drauf ist, dann kratzt man den Schimmel einfach mit dem Messer ab. Das ist ganz leicht. Der Schimmel geht nicht rein. So, jetzt brauche ich hier misch, mal nein, misch mal bitte die ganzen Käse in der Schüssel, die ich dir hingestellt habe. Ach so, ich wollte jetzt von jedem überall ein bisschen reinschütten. Ja, aber ich möchte es noch ein bisschen würzen, den Käse. Du hast natürlich also man kann den Käse natürlich jetzt einfach nackt in diese Kästchen verteilen. Aber ich finde, wir machen jetzt noch ein bisschen Schnittlauch. Warte, ich mache ein bisschen Schnittlauch hier unten rein. So. Und du kannst ein bisschen Pfeffer an dem Käse tun, das tut ihm immer gut. Und ein wenig Kümmel finde ich auch schön. Ach, jetzt haben wir den Kümmel vorhin. Ich finde, jetzt lassen wir den mal weg. Aber dafür gebe ich eine Prise Cayenne-Pfeffer dran. Das ist auch immer sehr schön, eine Schärfe. Die regt an, die fördert den Speichelfluss. Und schon ist auch wieder dieser Käse wesentlich verdaulicher gemacht worden. Genau. Jetzt verteilen wir diese gewürzten Würfel in unsere Käsekästchen. Übrigens, auch dieser Käse hier, der bleibt ja jetzt vollkommen rein für sich. Der wird nicht gesalzen, genau wie wir die Fondue vorher nicht gesalzen haben. Weil Käse ist ja gesalzen und bringt immer genügend Salz. Ja, genau, du machst das völlig richtig. Ein bisschen festdrücken, damit es hier die Brotkästchen schön ausfüllt. Und nicht aufs Blech purzeln lassen, weil dort verbrennen sie natürlich schneller auf dem heißen Blech. Das purzelt eben leicht daneben. Also ich serviere das ganz gerne auch mal statt Käsegang, statt Käseplatte, am Ende eines Menüs diesen geschmolzenen Käse. Und jetzt kommt der Käse ins Rohr. Das ist ja sowieso schon heiß. Ungefähr 5 bis 8 Minuten bei 200 Grad, dann ist der Käse geschmolzen und das Brot wunderbar knusprig. Und zum Schluss haben wir noch die Idee für das schnellste Fondue der Welt. Ja, das ist einfach ein Vacherin Mont d'Or. Und zwar ist der Mont d'Or, der Goldene Berg, einer, der steht halb in der Schweiz und halb in Frankreich. Genau. Und auf der französischen Seite macht man ihn aus Rohmilch.
auf der Schweizer Seite aus thermisierter Milch. Und wenn Sie ihn kriegen, den französischen Vacherin Mondor, dann sollten Sie zugreifen. Sie erkennen den an diesem besonders wolkigen Oberfläche. Das ist hier die Käserinde. Und hier steht sogar schon drauf, dass man dieses Plastik, was hier drum ist, dran lassen kann und es in die Mikrowelle oder in den Ofen stellen kann. Ah, dann versuchen wir es gleich mal. Dann stelle ich das jetzt mal rein. Unser Käse ist fertig. Sowohl der, ja, unsere Käse im Brotkästchen ist perfekt. Bitte sehr. Und unser Auflauf ist ebenfalls perfekt. Und stattdessen stellen wir den Käse in seinem Holzkasten, in den Ofen, in den noch heißen Ofen. Nur für 2-3 Minuten, das genügt schon. Wenn Sie allerdings einen sehr reifen Vacherin haben, dann genügt es vollkommen. Sie stellen den 2-3 Stunden vorher auf die Heizung und dann wird er von sich aus schon so schmelzend weich, dass er nicht übertroffen werden kann. Es ist ein Wahnsinnskäse. Der Käse im Brotkästchen. Der wird jetzt serviert auf einem kleinen Salat. Ein bisschen Frisee, ein bisschen Rucola, was immer Sie an Salatblättern haben. Einfach in der hübschen Vinaigrette. Und jetzt setzt man hier oben drauf so einen Käse im Brotkästchen. Upsa. Und hat ein Fondue für eine Person. Kann es als Käsegang zum Beispiel in einem schönen großen Menü am Ende servieren. Und dann hat man sozusagen zwei Gerichte in einem, nämlich den Salatgang, der nach dem Essen ja immer für Erfrischung sorgt, und diesen gerösteten Käse. Also es ist ein wunderbares Essen, was überhaupt keine Mühe macht, sehr witzig und originell ist und jedem schmeckt. Unser Ofenfondue kommt natürlich direkt aus dem Ofen, in der Form auf den Tisch. Und dann kann man sich so ein Stück abstechen. Und das ist dann eine Portion. Und dazu gehört natürlich ein Salat. Schau mal hier. Ja. Und dieses hier, das ist nur das Allertollste. Jetzt brauchen wir dafür nämlich nur ein Messer. Und mit diesem Messer fahren wir an dieser Käserinde entlang. Einfach den Deckel abschneiden sozusagen. Also hier einschneiden, rundrum, bis man wieder am Anfang ankommt. Und dann nimmt man mit einem Löffel die Käserinde hoch. Und unten drunter ist der Käse schmelzend und cremig und schmeckt köstlich. Entweder auf dem Brot. Und dazu brauche ich auf jeden Fall einen Wein. Und wenn man keinen Chardonnay oder sowas aus dem Jura hat oder einen Burgunder nimmt, dann nimmt man einen Weißburgunder aus Deutschland, möglichst eine Spätlese, die aber gehaltvoll sein soll, trocken durchgegoren. Und außerdem sollte sie noch etwas Säure besitzen, damit sie richtig gut zu diesem Käse passt. Also ich werde erst den Käse probieren und dann deinen Wein, wenn du gestattest. Mach das so und ich werde mir auch hier einen holen. Man könnte statt Brot natürlich auch Kartoffeln nehmen. Kartoffeln wären sehr gut dazu. Also das ist nun wirklich das schnellste Fondue der Welt. Ja. Und hervorragend. Wir hoffen, die kleinen Spielereien und witzigen Ideen, die wir Ihnen jetzt gebracht haben, haben Ihnen Spaß gemacht. Wir sitzen natürlich weiter bei unserem klassischen Fondue, denn das ist keine Angelegenheit von einer halben Stunde. Da ist man schon ein bisschen länger bei der Tafel. Wir haben ja diesen Topf nur auf einem Teelicht stehen. Aber auf einem Rechaud, was eine richtige Flamme hat mit Spiritus, das gibt mehr Power. Und da brutzelt und brodelt es. Und da muss man dann aufpassen, erstens, dass die Käsecreme nicht zu sehr einkocht. Und wenn jetzt am Topfboden der Käse so verkrustet und anbeckt, dann gehört es ja zum Besten überhaupt beim Käsefondue zum Schluss. Das war's wieder mal für heute. Und wie Sie die Rezepte bekommen, das erfahren Sie auf der WDR-Textseite 386 oder Sie gehen gleich auf unsere Homepage. Und da erfahren Sie martina-und-moritz.wdr.de. Und da erfahren Sie sowieso alles Wissenswerte rund um unsere Sendung. Nächste Woche essen wir schnell und einfach aus der Hand. Streetfood für zu Hause. Bis dann also. Tschüss. Tschüss. Das Buch zur Sendung ist im Handel und online auf wdrshop.de erhältlich.